Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, im letzten Jahr deiner Schullaufbahn nochmal alles rauszuholen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, wirklich im letzten Schuljahr, sei es bei dir 12., sei es bei dir 13. oder natürlich aus deinem vorletzten Jahr, wenn das für dich gerade relevant ist, einfach nochmal das Maximum rauszuholen. Ja? Woher nimmst du diese Motivation, diese Kraft, diese Energie, Leo, jeden Tag irgendwie Gas zu geben, Bock zu haben, was zu machen, für so viele Menschen noch was zu verändern? Ganz einfach, weil ich es einfach will. Und weil ich weiß, wo mich das Ganze hinführt. Ja? Und deswegen, das Gleiche gilt auch für euch. Wie schafft ihr es, da nochmal richtig Gas zu geben? Ihr müsst wissen, warum ihr das macht. Und das müsst, ihr müsst nicht euer Why, wie es immer so schön hängt, genannt wird, müsst ihr nicht komplett ausexerzieren im Sinne von, genau deswegen will ich es machen. Darum geht es gar nicht. Ja? Sondern ihr müsst einfach wissen, warum habt ihr da Bock drauf. Und ihr müsst nicht mal begründen, ihr müsst auch niemandem erklären, ihr müsst auch von niemandem rechtfertigen. Wenn ihr einfach sagt, hey, wenn ich geile Noten schreibe, dann fühle ich mich einfach geil. Dann macht es einfach. Wenn ihr sagt, boah, ich will einfach an diese Uni, weil die ist renommiert und ich fühle mich einfach geil, wenn ich auf diese Uni gehe, dann mach das einfach. Wenn du sagst, ganz ehrlich, Leo, deine Videos kotzen mich an, ich will auch meine Noten scheißen und ich will einfach nebenbei mein eigenes Business aufbauen, dann mach das. Dann ist das für dich das Maximum aus dem Schuljahr raus. Ja, egal was es ist, ihr müsst euch einfach nur klar werden, was ist es denn, was ich machen will? Ja, und fragt euch das mal. Hört mal, schmeißt mal alles aus eurem Kopf raus, wo ihr das Gefühl habt, das von außen vorgegeben. Das heißt, eure Eltern haben gesagt, du brauchst unbedingt einen richtig guten Abischnitt oder du selbst hast dir das irgendwann eingetrichtert oder was auch immer. Egal was es ist, irgendein Lehrer hat mal was gesagt, vollkommen egal. Schmeißt mal alles raus und fragt euch, was wollt ihr wirklich? Jetzt nicht komplett im ganzen Leben, ja, dafür habt ihr dann in ein oder in zwei Jahren Zeit, euch darüber Gedanken zu machen. Was will ich jetzt für dieses letzte Jahr? Vielleicht auch für das letzte, vorletzte Jahr. Und dann, fragt ihr einfach nur, was ist das? Und dann hört auch auf, das immer ins letzte Detail begründen zu wollen. Wenn ihr gerade einfach Bock habt, mal richtig Gas zu geben, einfach nur mal wissen zu wollen, wie fühlt sich das denn an, irgendwie auch so durch die Oberstufe zu gehen, wie Leo oft davon spricht. Wie fühlt sich das denn an, einfach mal richtig geile Noten zu schreiben und das vielleicht sogar ohne Stress, ohne Druck, sich sogar richtig gut dabei zu fühlen, sich dabei zu wachsen. Wie fühlt sich das denn an? Und du einfach sagst, ich habe einfach nur Bock drauf, das mal zu erleben. Dann mach das doch einfach mal. Dann steck doch einfach mal all deine Energie rein. Komm zu uns Coaching. Schreib mir einen YouTube-Kommentar, was auch immer. Gib doch einfach mal Gas. Und deswegen, es gibt kein Geheimnis. Es gibt kein gottverdammtes Geheimnis, wie du mehr Energie hast, mehr Gas geben willst und so weiter. Außer dieses Video eigentlich. Ja, du musst einfach dir mal überlegen, worauf hast du denn wirklich Bock? Und da sind wir so rausgefallen in unserer Gesellschaft, vor allem auch in unserem Schulsystem. Da wird dir immer nur erklärt, hey, du sollst aber das und das machen. Du musst gar nichts. Wenn du keinen Bock auf dein Abitur hast, dann brechst du einfach ab. Du machst es nur freiwillig, merk dir das. Du machst Abitur immer freiwillig. Wenn du keinen Bock hast, brech's ab. Und wenn du es nicht abbrichst, dann muss es irgendeinen Grund geben, warum du es machen willst. Und den musst du auch nicht bis ins letzte Detail rausfinden. Du musst einfach nur sagen, hey, ich habe genau auf das jetzt Bock. Ich habe jetzt Bock, ein 1,0 Abi zu schreiben. Ich habe Bock, ein 1,5 Abi zu schreiben. Ich habe Bock, ein 1er Abi zu schreiben. Ich habe Bock, 2,5 zu schreiben. Ich habe Bock, einfach nur mein Abi mal zu bestehen, weil ich war die erste Person in meiner Familie, die das Abi bestanden hat. Ja? Und dann zieh da einfach mal durch und hört vor allem auf, Leute, ohne Spaß, das ist die Sache, die hält so viele von euch auf. Hört auf, eure Ziele zu hinterfragen. Wenn du dir am Anfang des Schuljahres gesagt hast, ich werde hier ein 1er Abi und einen 1er Schnitt in diesem Jahr haben, dann mach es einfach. Mach es einfach. Denk nicht mehr drüber nach, ob das richtig ist, falsch, sonst irgendwas ist. Mach das einfach mal. Und dann wirst du ja sehen, wie es sich anfühlt. Vielleicht schreibst du dir einen 1er Schnitt, sagst, keine Ahnung, bockt sich überhaupt nicht, ich habe keinen Bock mehr, ich fange jetzt wieder Chips an zu essen und zock den ganzen Tag. Dann machst du das halt. Ja, aber wenn du einmal wirklich Bock hattest, mal auszuprobieren, dann gib doch mal Gas. Ja, das habe ich letztens erst im Coaching wieder mit einer Teilnehmerin besprochen. Sie sagt so, ich weiß nicht genau, ob das Studium jetzt das Richtige für mich ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so ein gutes Abi machen will und so weiter. Und dann sage ich, ja, dann mach's nicht. Und dann sagt sie, ja, nee, ich will es ja irgendwie doch machen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du es doch irgendwie machen willst, dann mach's voll. Wenn du es gar nicht machen willst, dann mach's gar nicht. Aber wenn du es machen willst, dann mach's auch voll. Weil das Einzige, was einfach bescheuert ist, ist immer Dinge so halb zu machen. Ja, so viele von euch, ihr habt sogar Angst davor, euch einfach mal ein großes Ziel vorzunehmen, einfach nur, weil ihr Angst habt, dass ihr es nicht erreicht. Ja, was ist es denn für ein Ziel? Was bringt dir denn ein Ziel zu setzen, von dem du eh schon sicher weißt, dass du es erreichen willst? Oder wirst? Das ist ja kein Ziel, das ist ja quasi schon Realität, du musst nur noch Zeit vergehen lassen. Ein Ziel macht aus, dass du dir halt nicht sicher bist, ob du das erreichen kannst. Ja, und deswegen, habt doch keine Angst, ich spreche oft mit euch, dann so, ja, ich weiß nicht, ob das noch realistisch ist, kann ich das überhaupt schaffen? Selbst wenn ich bei euch ins Coaching komme, klappt das dann? Du wirst es nicht erfahren, wenn du es nicht ausprobierst. Du wirst es nicht erfahren. Und deswegen,
schmeißt mal, wirklich, das ist so wichtig, schmeißt einfach mal alles aus eurem Kopf raus, wovon ihr irgendwie denkt, oh ja, aber deswegen kann ich, das ist doch voll der Schwachsinn. Was meint ihr, was ich schon für Veränderungen gesehen habe? Ich glaube, letztens hat mir wieder jemand auf Instagram geschrieben, die Person hatte, glaube ich, von der 5. bis zur 10. Klasse 3,4, 3,5, 3, sonst was Schnitt. Und schreibt jetzt mittlerweile immer 1,0. Ja, natürlich hat die Tipps bekommen von mir. Natürlich. Aber die hat halt auch gesagt, dass sie einfach mal durchziehen will. Und das müsst ihr halt auch machen. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, durchziehen bedeutet nicht immer nur mehr Leistung bringen. Das kann auch mal bedeuten, einfach mal den Druck rauszunehmen, den Stress rauszunehmen. Das ist genauso wichtig. Nur müsst ihr für euch halt mal klar definieren, was wollt ihr denn machen? Was wollt ihr denn machen? Habt ihr Bock, das bestmögliche Abi zu schreiben? Habt ihr Bock, einfach entspannt durch die Oberstufe zu gehen? Was ist es denn? Definiert doch einfach einmal klar für euch, was ist es? Und dann macht es. Und dann hinterfragt es nicht mehr. Und dann habt ihr auch diese Energie wie ich den ganzen Tag. Wisst ihr, was ich meine? Schreibt mal, vielleicht erzähle ich auch Schwachsinn. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, wie ist das denn für euch? Und habt auch nicht, nur weil ich das jetzt gesagt habe, habt nicht die Erwartung, dass nur, weil ihr jetzt sagt, boah, jetzt will ich zum Beispiel 1,3 Abi schreiben, das heißt nicht, dass ihr den ganzen Tag jetzt, ab jetzt immer komplett durchmotiviert sein werdet. Nur, und das ist so unterschätzt, es geht nicht um Motivation, sage ich immer wieder, es geht um Drive. Ich denke über diese ganzen Sachen, die ich hier mache, nicht mehr nach. Manche Leute sagen, Leo, wie schaffst du jeden Tag ein YouTube-Video? Da könnten doch Leute auch böse Kommentare schreiben, Leute. Natürlich. Aber erstens merke ich mittlerweile halt, dass die Videos einfach mega gut bei euch ankommen und es gibt einfach nahezu keine negativen Kommentare. Und zweitens, selbst wenn es mal einen negativen Kommentar gibt, mein Gott, ich denke nicht mehr drüber nach. Ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe, weil ich es geil finde, weil ich eure Erfolge sehe. So ist einfach geil, ja? Und das Gleiche ist bei euch in der Oberstufe. Ist doch vollkommen egal, ob Hans, Oskar, sonst irgendwas in der letzten Reihe sitzt und ein Problem damit hat, wenn du die beste Arbeit in der Klasse bekommen hast. Ist doch egal. Da denkt er das halt. Aber da kann er denken, was er will, du hast immer noch deine geile Note. Ja? Und deswegen hört oft es auch mal von anderen abhängig zu machen. Denkt euch, was denkt denn meine Freundin, wenn ich auf einmal bessere Noten schreibe? Lasst es doch einfach mal alles weg. Und lasst es mal zu, dass ihr Gas gibt. Das Einzige, was ihr braucht. Lasst einfach mal euer geiles Leben, was die ganze Zeit bei euch so richtig vor euren Augen steht, lasst einfach mal zu. Und denkt die ganze Zeit nach, warum das nicht funktioniert. Und fangt einfach an, in die Richtung zu laufen. Und dann seht ihr ja, dass es funktioniert. Ihr müsst es halt nur einmal machen. Ja. Deswegen, wenn ihr dabei Unterstützung haben wollt, hier, gerne kommt zu uns ins Raumabitur-Coaching. Da machen wir genau das jeden Tag für Schüler genauso wie du. Jeden Tag möglich. Deswegen, bewerb dich einfach. Erster angepinnter Kommentar ist unten angepinnt. Und ja, leoeckel.de einfach mal bewerben. Vollkommen kostenlos, vollkommen unverbindlich. Mein Team wird dir ein paar Fragen stellen, einfach damit wir dich einschätzen können. Und dann können wir eben auch darüber sprechen, wie wir dir da konkret weiterhelfen können. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.